Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft hier auf meinem Kanal. Ja, die letzten Folgen, also die letzten zwei Folgen bestanden ja aus Zeitraffern. Und das hier sind unsere, unsere Produkte, die wir quasi zur Oberfläche befördert haben. Das ist hier recht viel Eisen. Im anderen haben wir auch noch was, glaube ich. Nee, ja doch, hier genau. Recht viel Eisen. Dann haben wir noch Kupfer, Osmium. Wie gesagt, ich habe den Mechanism-Mod noch installiert. Zinnerz. Gold, Redstone hier noch, das hole ich jetzt mal nicht raus. Und wir haben noch ein Dungeon gefunden, also ein Zombie-Spawner-Raum quasi. Hier haben wir noch ein bisschen Gold, 13 Diamanten, nochmal ein bisschen Kupfer und Osmium und wieder ganz viel Redstone und 3 Smaragde. So, ich werde jetzt hier erstmal ein paar Sachen rausräumen auf jeden Fall und die dann erstmal einräumen. Ich wollte das ein bisschen so lassen, weil das dann recht schön ist, zu sehen, was wir alles gesammelt haben. So, das kann hier auf jeden Fall alles rein. 21 Diamanten haben wir jetzt. Und ich wollte dann nämlich Eisenstaub? Ja, Eisenstaub machen. Das geht nämlich in der Anreicherungskammer. Da kriegt man dann zwei Eisen. Also aus einem Eisenerz kriegt man dann zwei Eisen raus quasi. Weil man den Eisenstaub dann schmelzen kann zu einem. Also ein Eisenstaub ist ein Nugget. Und, ach guck mal, das kam sogar hier wieder zusammen, Dingsen. Genau. Das wäre dann quasi eine Erzverdoppelung. Dafür bräuchte man nicht die Anreicherungskammer, oder? Doch, die Anreicherungskammer. Genau. Dafür bräuchte man dann eine Stahlhülle und Basiskontrollschalter. Dafür braucht man den das Ding braucht man dafür. Und für die Stahlhülle bräuchte man dann Steel Nuggets, genau, also einen Stahlbarren. Wie macht man den? Ach, aus Stahlstaub. Das geht aus angereicherten Eisen. Ja, okay, dafür brauchen wir den auch. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal einen Osmiumbarren. Oh, jetzt leckt sie gerade ein bisschen. Ein Osmiumbarren. Den können wir ja schon mal machen. Ein bisschen Eisen dürften wir noch haben, ne? Ja. Ich frage mich, warum das gerade so leckt. Ja, nicht schön, ne? Dann stellen wir die Grafikeinstellung halt noch mal ein bisschen runter. Na, hier möchte ich jetzt eigentlich nicht noch weiter runter gehen. Naja, gut. So, Schaden tut's nicht. Ich meine, man sieht hier, sieht man jetzt trotzdem noch alles. So, einen Osmiumbarren haben wir. Stein dürften wir eigentlich auch noch genug hier drin haben. So, jetzt müssen wir hier zwei Öfen backen. Backen, genau. Ofen backen, das wär's. Was war denn das jetzt? Nee. Naja, so kommen wir auch zu unserem Ziel. 4 Eisen und 2 Redstone brauchen wir noch. So. Nee. Na, machen wir es halt ein bisschen aufwendiger. So, so. So. Wie habe ich das jetzt noch gleich gemacht? Naja. Ah, so geht's einfacher. So, haben wir jetzt alles? Ja. Das heißt, den haben wir schon mal. Achso, wir bräuchten vielleicht noch mal eine Stromversorgung, ne? Strom. Was ist das hier? Strom-Wärmeerheizung. Kein Eigentümer. Oh. So, was jetzt nicht geplant. Ein dichter, gewunderter Widerstand, der elektrische Energie direkt in Wärme umwandeln kann. Nee, das ist eine Heizung. Das ist nicht genau das, was ich wollte. Vielleicht finden wir es unter Generator. Energiewürfel sind hier. Was gibt es denn sonst so für Kompressoren? Kompressor vielleicht, ja. Ah ja. Osmium-Kompressor. Was macht der? Macht das nur zu Staub? Nee. Es gibt auch so ein Windrad, oder nicht?
Sag mal, ich weiß gerade nicht, was es hier für Kompressoren gibt. Oder... So, was gibt's denn hier so Schönes? Hier ist keiner jetzt mit bei. Hier ist das hier. Irgendein Silo, okay. Teleportrahmen. Ah ja. Druckventil. Das sind, glaube ich, nur so Fabriken hier. Ein Plastikblock, ah ja. Sag mal, gibt es hier keine Kompressoren oder was? Doch. Es gab doch auch mal so einen Hitzegenerator oder Lava oder... Wo man so Lava raufmachen konnte und dann... Ich komme nur gerade nicht drauf, wie der heißt. Eine Waschanlage, eine chemische Waschanlage. Wofür braucht man denn sowas? Stahlhülle. Wofür braucht man denn sowas hier? Für die ganzen Fabriken. Vielleicht heißt der ja irgendwie Lava? Lava, nee. Hitze. Upsala. Hitze. Nee. Okay. Dann müssen wir mit den Motoren hier arbeiten. Pumpe, Minenbohrer, Quarry. Okay, dann versuchen wir es mal so. Ich habe die ganzen Flüssigkeitsrohre auch wieder abgebaut, weil die Lava nicht mehr vorhanden war. So, wir stellen es jetzt erstmal alles ein bisschen provisorisch auf. Vielleicht, also ich möchte es dann später für so einen eigenen Raum, also in so einem eigenen Raum noch machen. Vielleicht stellen wir das hier hinten auf. Ja, wir haben jetzt auch eine schöne Kaktusfarm. Das war jetzt nicht richtig. So. Geht das gar nicht? So. Okay, warte mal. Vielleicht können wir den direkt dazwischen stellen. Oh, ist die kaputt gegangen. Ah, der geht ja aber recht schnell weg hier. So, die kriegen jetzt langsam so grünes Signal. Hier kommt noch kein Strom rein. Seitenkonfiguration. Output Energie. Energie. Ich mache jetzt einfach mal alles auf Energie. Ah man, jetzt muss es auch irgendwelche Kompressoren geben. Ist das produzierte Energie? So. Maschinen, die Neutronenstrahlung. Sag mal. Ich glaube, es gibt noch von Mechanismen so einen eigenen Mod, Mechanismen-Generator oder sowas, ne? Ich guck da mal kurz. Weil wir haben jetzt ja hier alles eingestellt, aber hier kommt ja nichts rein. Da müssen wir noch mal kurz schauen hier. Ja genau, das ist noch ein eigener Mod. Ja gut, da muss ich den gleich nochmal runterladen, wenn die Folge hier zu Ende ist. Okay, das ist aber auch nicht weiter schlimm. Achso, ich baue das hier nochmal vorher alles ab. Nicht, dass das Spiel aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen abstürzen sollte, wenn neben einer Maschine hier ein anderer Motor steht.
Das muss ja nicht sein. Okay, aber ich habe ein Backup gemacht. Eigentlich kann da nicht so viel passieren. Gut. Dann müssen wir jetzt erstmal uns anders beschäftigen. Wir können erstmal aufräumen und dann schlafen gehen. So, also dass wir hier immer noch so eine unausgetüftelte Strecke haben, wie wir immer hier hingehen. So, wir packen das Ganze jetzt einfach hier nochmal hin, weil ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit mit so welchen Sachen hier rumlaufen. Das muss ja auch nicht sein. So, das können wir hier einmal alles auspacken. Was haben wir hier noch Schönes? Schwarzpulver haben wir auch. Hier, immer wenn ich aus dem Rucksack rausgehe, leckt's. Okay. So, die goldene Pferderüstung packe ich jetzt auch einfach mal da rein. So, oh. Ne, so. Schwarzpulver, bemoosten Stein. Ne, da kommt eigentlich ja in die andere. Aber hier ist auch alles voll. Wie man sehen kann. Tja, wohin mit dem ganzen Zeug? Packen wir auch erstmal alles hier rein. So. Nochmal die paar hier. So. Und zwar wollte ich nochmal gucken, ob man hier jetzt auch mit Beton machen kann. Genau, hier kann man nicht auch aus Beton bauen. Ah, da braucht man Knochenmehl für. Okay. Grobe Erde. Strukturrohr. Also man könnte natürlich schwarzen machen. Wir haben ja ganz viele Tinten. Dingsens hier. Knochenmehl ist ein bisschen schwierig. So, wir haben jetzt hier noch Federn. Packen wir die dann immer hin. Packe ich sie mal dahin. So, so. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mit. Nehmen wir nochmal eine mit. Ja. Das kommt da rein. Das kommt mal hier hin. Dann können wir den nämlich schon wieder neu packen hier mit unserem Reise-Equipment. So, Brot habe ich auch noch bekommen. Und das Bett kommt da auch nochmal rein. So. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt schlafen gehen und dann mal gucken, wie effektiv jetzt die Kaktusfarm schon war. Oder wie viele Kakteen wir schon haben. Ist auch mal ganz interessant, glaube ich, zu wissen. Ja, aber ansonsten bin ich recht zufrieden mit den Ergebnissen von den Zeitraffern. So. Und wir schauen mal. Hier ist jetzt nämlich eine Kaktusfarm. 10 Kakteen. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viel vorher drin war. Kann sein, dass da auch vorher schon... Upsala. Dass da vorher auch schon 10 drin waren. So, tja. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? So. Ja. Okay, dann würde ich sagen, dass ich jetzt zwischen den beiden Folgen jetzt, also zwischen der nächsten Folge und dieser, den Mechanism-Generator-Mod nochmal runterlade. Achso, ist jetzt das hier eigentlich alles durch? Was kommt denn jetzt aus Honig noch raus? Ups, ach nee, das war falsch. Trinkwasser und Schleim. Oh! Sehr schön, okay. Okay, okay, okay. Gut zu wissen, das wusste ich nicht. Ja. Jetzt habe ich gefreut, dass ihr dieses Mal wieder dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, wir spielen hier zusammen Minecraft. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.